Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Whispered World. Ich nehme jetzt wieder auf, also ein Stück, also ein paar mehr. Mache ich ja eigentlich immer. Ist auch besser, weil ich mache ja jeden zweiten Tag ein Video, ein The Whispered World Video. So, und ich mache 8 Videos in der Woche, also muss ich ja eigentlich ein Stück aufnehmen, weil ich habe ja noch Schule und alles. Dann noch Training, also Fußballtraining und sowas halt. Und dann kann ich einfach nicht jeden Tag aufnehmen. Auf jeden Fall müssen wir... Wir haben letztes Mal den Schlüssel, die Tür mit dem Schlüssel aufbekommen, weil das war ja so ein Bug. Und jetzt müssen wir eigentlich gucken, wie es weitergeht. Ich habe jetzt auch nicht im Internet nachgeguckt, weil ich will jetzt auch mal ein bisschen ausprobieren. Weil davor konnten wir nicht ausprobieren. Also wir hätten das vielleicht in einer halben Stunde in 4 Folgen gekonnt. Also der Mond ist gerade voll groß, fällt mir gerade auf. Also wir hätten es auf jeden Fall in 4 Folgen etwa gelernt, weil es war einfach nur ein Bug, dass man direkt auf den Schlüssel gehen muss. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Bis später. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Maus. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meine Privatgemächern herum. Verstanden? Verstanden. Lecker Papier. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Okay. Gibt es irgendwo ein Musikinstrument? Nee, ne? Nee. Wir hätten bloß den Taktstock und das Horn. Das Horn ist verstopft. Hm. Die Axt ist noch scharf genug. Die muss nicht geschärft werden. Das ist jetzt blöd. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, ne? Schaufel, die haben wir wieder ganz gemacht mit dem Mast. Die Mäuse bei uns im Wohnwagen lieben Papier. Wählerisches Biest. Nein, das würde erst ab Biberratte aufwärts funktionieren. Eine Maus. Kann ich die nicht irgendwie... Stuhl, Uhr... Wirst du wohl aufhören, an meiner Einrichtung herumzuwerkeln? Das sind alles Sammlerstücke. An deiner Stelle würde ich Kerrig nicht reizen. Kinderhände sind seine Leibspeise. Okay, Fenster. Lieber nicht. Ruben hätte bestimmt ein Problem damit, dass ich sein Fenster als Hintereingang missbrauche. Nur so eine Vermutung. Probier's doch einfach aus. Feuerstein, Leiter. Das bringt ja auch nichts, ne? Wirst du wohl aufhören? Das sind ein... Ja. Oh. Hier gibt's viel. Und das haben wir alle schon mal ausprobiert, ne? Bilder. Kann man die Bilder angucken? Nee, ne? Da hat offenbar jemand Bilder von der ganzen Insel gemalt. Die Unterschrift ist kaum zu erkennen. Aber ich glaube, es heißt Marquis de Hulle. Marquis de Hulle. Zettel. Axt. Wirst du wohl aufhören am... Das sind... Man muss den irgendwie zum Schlafen bringen und wahrscheinlich, wenn wir etwas singen... Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur... Naja, das ist ja... Ich habe mal gehört, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Okay, ich gehe nochmal nach draußen. Wir können doch vielleicht irgendwas... Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch?
Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Ich meine, wir könnten noch irgendwas vielleicht mit dem Spot ausprobieren. Hey, pass auf, dass dein Tier nicht meine Einrichtung ansabbert. Das sind alles Sammlerstücke. Okay, dann mach ich dich mal on fire. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer so blamieren? Hey, pass auf, dass dein Tier nicht meine Einrichtung anguckelt. Das sind alles Sammlerstücke. Ja, ich weiß es jetzt. Also, so viel könnten wir damit jetzt nicht machen. Da brennt Licht, aber ich glaube, das ist egal. Ich gehe nochmal in die Fabrik. Da ist die Fabrik. Und dann muss ich wohl doch, tut mir leid, doch mal im Internet nachgucken. Im bösen Internet, was ist das da? Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Anzeigen. Ich sollte nicht mit Sachen rumhantieren, was gleichzeitig wohl auch bedeutet, dass ich insgesamt deutlich... weniger rumhantieren sollte. Also es sind überall Anzeigen. Da oben ist, weiß ich nicht, da ist der Ausgang. Ich gehe nochmal... Na, wo soll ich denn hingehen? Ich habe ja keine Ahnung, was wir machen müssen. Glocke. Läuten. Ich läute nochmal die Glocke. So, jetzt ist er hoffentlich im Büro. Jetzt gehen wir auch mal ins Büro. Das habe ich... Haben wir das schon mal ausprobiert? Ich glaube nicht, ne? Dann probiere ich es ja gerade aus, weil wir es noch nicht ausprobiert haben. Und hoffen mal, dass es funktioniert. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Kannst du dich ins Fenster? Hallo, so. Keine Chance. Ich kann leider nicht so gut klettern. Ah, wir haben eine Leiter. Bringt das was? Yeah! Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Okay. Gut. Dann bin ich schon mal einen Schritt geschafft. Ein kleiner Schritt für Cedric. Aber ein großer für die Menschheit. Wann geht denn Bando da wieder raus, wenn ich fragen darf? Ich gehe mal... irgendwo hin. Und dann können wir hoffentlich von da irgendwas tun. Okay, also hat doch schon mal funktioniert, ohne im Internet nachzugucken. Ich gehe mal schnell in die Fabrik, jetzt gehe ich wieder hier raus. Und dann gucke ich mal, wie es da oben weitergeht, ob der Bando jetzt weg ist. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Ich stelle mich dann noch oben hin und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Am Whitehall. So. Ich stelle mich hier oben hin, Cedric, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, ciao!